Die Nummer 8 aus dem String Walker steht im Viervierteltakt. Das bedeutet, in jedem Takt zählen wir 1, 2, 3, 4. Es gibt zwei Vorzeichen, das Fis und das Cis. Die geben uns an, dass jedes F und jedes C um einen Halbton erhöht sind, also um einen Bund weiter zu greifen sind. Über dem ersten Takt im Stück siehst du, dass über der Note eine römische 2 steht. Die bedeutet, wir spielen in der zweiten Lage. Das erkläre ich gleich in Folge. Aber vor dem D2 steht auch noch eine normale Ziffer 2. Die bedeutet, das D2 ist mit dem Mittelfinger zum Greifen. In der zweiten Lage zu spielen bedeutet, der Zeigefinger ist nicht wie üblich hier, sondern um einen Bund höher. Das ist die Angabe für die römische 2. Zeigefinger hat die Position am zweiten Bund, also beim Fis. Steht in deinen Noten ein Cis, musst du mit dem Zeigefinger auf der zweiten Seite greifen, am zweiten Bund. Grundsätzlich gibt die Lage also immer die Position vom Zeigefinger an und daraus ergibt sich, dass der Mittelfinger am dritten Bund, der Ringfinger am vierten Bund und der kleine Finger am fünften Bund greifen. Und die Note am fünften Bund, also genau dort, wo die Gitarre den Punkt da oben hat, dieser Ton heißt A2, der kommt in dem Stück vor und dass wir den gut erreichen und weil es Vorzeichen gibt, spielen wir das ganze Stück in der zweiten Lage. Das heißt, kommt im Stück ein G2 vor, das du normalerweise so gegriffen hast, müssen wir jetzt alles um eins nach oben schieben. Das G2 greift man mit dem Mittelfinger. Fis 2, G2, A2. Auf der zweiten Seite haben wir hier das Cis, das D2 mit dem Mittelfinger. Und kommt auf der dritten Seite das A1 vor, greift es der Zeigefinger. Also die Töne, die da hauptsächlich vorkommen, sind am zweiten Bund mit dem Zeigefinger zu greifen, Mittelfinger greift am dritten Bund, kleiner Finger greift am fünften Bund. Was für dich noch interessant sein wird, sind die Dynamikangaben. In der ersten und in der vierten Zeile steht am Zeilenanfang MF, das bedeutet Mezzo Forte. Das ist eine Angabe, wie laut oder leise du spielen sollst und Mezzo heißt immer sowas wie Mittel, also mittellaut. In der zweiten Zeile steht das P für Piano, das bedeutet spiele die zweite Zeile leise. Und in der dritten Zeile steht ein F für Forte, das bedeutet laut. So wünsche ich gutes Gelingen mit der Nummer 8 aus dem String Walker. 1, 2, 3, 4. Thank you.